Ich grüße euch, Freunde Santitos, und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute mal ein etwas anderes Video für euch. Ich habe 8 Anfängertipps für euch vorbereitet. Es ist ein sehr kurzes Video. Es hat aber dennoch viel Arbeit benötigt. Also ein Kommentar und vielleicht ein Like wäre geil. In diesem Video erkläre ich euch anhand von auch Bildmaterial, was ich gesammelt habe, was ihr machen solltet, könntet und was ihr vermeiden solltet. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Tipps. Ich hoffe, sie helfen euch weiter. Und dann legen wir jetzt mit dem ersten Tipp auch sofort los. Unter dem Haken heilen ist der erste Tipp. Ist der Killer nicht da, ihr rettet jemanden, heilt ihn unter dem Haken, lasst euch selber unter dem Haken heilen. Geht viel schneller, als irgendwo hinzulaufen und es dann zu machen. Nicht blocken. Blockt keinen anderen Survivor, macht man nicht. Andere heilen und sich selber heilen lassen. Lasst euch öfter mal heilen, heilt andere Survivor, helft euch gegenseitig in der Runde. Dann Live or Life, Regel. Wenn ihr noch kein Mal gehangen habt, rettet jemanden, also tauscht quasi euren Platz mit dem, der gehangen hat. Natürlich nur, wenn ihr selber kein der Fuchs seid. Einen Treffer einstecken. Hat hier in diesem Clip nicht ganz geklappt, aber ihr seht gleich, worauf ich hinaus will. Ja, einfach mal versuchen, den Killer zu blocken. Er, Henker, ist hier nicht drauf eingegangen, aber trotzdem, der Versuch zählt. Dann Loops gut nutzen, ja. Nicht nur Paletten schmeißen und wegrennen, sondern benutzt die Paletten und die Struktur, wo sie steht. So wie hier in diesem Clip. Ja, damit könnt ihr Zeit schinden, eurem Team helfen und den Killer damit beschäftigen. Nach hinten gucken. Habe ich in diesem Clip nicht gemacht. Guckt öfter mal in der Chase nach hinten. Seht, wo der Killer ist, wo er langläuft, wie er läuft. Vielleicht will er euch den Weg abschneiden. Es hilft. Und natürlich Signal geben, wenn der Killer bei eurem Haken ist, wenn er campen tut, ja. Dann wackelt mit den Armen, dann verstehen alle, der Killer ist bei euch am Haken. Und zum Schluss noch ein paar abschließende Worte. Das sind keine Allround-Regelungen, ja. Aber sie haben mir damals geholfen und ich hoffe, sie helfen euch auch. Wenn ihr noch weitere Regeln kennt oder wenn ich das auch mal als auf der Killerseite machen sollte für die Killerspieler, dann sagt mir bitte Bescheid in den Kommentaren, dann werde ich dies natürlich tun. Dauert natürlich wieder ein paar Tage, aber so ein Video braucht wirklich viel Zeit, auch wenn es super, super kurz ist.